Ja, zum Wintersemester startet der Master of Circular Economy und da möchte ich gerne den zukünftigen bzw. jetzt schon aktiven Studiengangsleiter Professor Dr. Jan Lüken vorstellen. Und ja, Jan, vielleicht gleich als erste Frage, um was geht es denn da eigentlich konkret bei diesem Master of Circular Economy? Also wir haben ja heute schon ganz viel darüber gehört, dass man bei uns am Campus lernen kann, wie man innovative und nachhaltige Technologien einsetzt und wie man die entwickelt. Und das ist ja auch total wichtig, weil ohne diese Technologien werden wir es ja gar nicht schaffen, Wirtschaft und Ökologie zu versöhnen und zusammenzudenken. Und ich glaube aber, dass das wichtig ist, weil wir ansonsten nicht ökologischen Wohlstand leben können. Die Technologien sind ja aber nur die eine Seite. Das muss sich ja auch alles rechnen. Also wir brauchen ja auch Geschäftsmodelle, wo man damit Geld verdienen kann. Ansonsten, glaube ich, wird es schwierig, diese Technologien dann wirklich in der Wirtschaft zum Einsatz zu bringen. Und darum geht es bei Circular Economy, diese zwei Probleme, dass wir auf der einen Seite auf der Welt zu viele Abfälle haben und auf der anderen Seite zu wenig Ressourcen, dass wir das zusammendenken und zusammenbringen. Super, das ist auf jeden Fall sehr zukunftsgemäß gedacht. Und mein Kollege Jan wird uns jetzt den Studiengang, den es ab dem Wintersemester gibt, noch detaillierter vorstellen. Ja, also ich habe es gerade schon gesagt, es geht bei dem Studiengang darum, wie man Abfälle und Ressourcen, wie man das zusammendenken kann, wie man diese Enden zusammenbindet, und das ist ganz einfach. Die Circular Economy beantwortet die Frage so, dass wir versuchen, aus Abfällen Ressourcen zu machen. Und das fängt damit an, dass wir beim Coffee to go wiederverwendbare Becher nehmen, und das hört damit an, dass wir geschlossene CO2-Kreisläufe haben und nicht mehr die Atmosphäre als CO2-Speicher benutzen müssen. Und darum geht es in diesem Master auch darum, dass wir sagen, wie können wir diese Umwelt schützen? Wir haben ja nur eine, aber wie können wir gleichzeitig auch den Industriestandort schützen? Weil Umwelt ist das eine, aber dass wir unseren Lebensstandard erhalten können, ist das andere. Und das mag jetzt für uns, denken wir vielleicht, naja, uns geht's ja gut, vielleicht würde ein bisschen weniger, würde vielleicht auch hinkommen, aber für viele Länder in der Welt gilt das eben nicht. Und auch für viele Menschen in Europa gilt das eben nicht. Wir müssen beides zusammendenken, damit unsere Gesellschaft funktioniert. Und in dem Master of Circular Economy entwickeln wir Methoden und Ansätze, wie wir den Industriestandort und wie wir Unternehmen auf nachhaltig und auf Circular Economy trimmen können. Das funktioniert berufsbegleitend mit der Academy for Professionals. Die ist da spezialisiert, an unserer Technischen Hochschule Rosenheim solche berufsbegleitenden Studiengänge anzubieten. Das hat für Sie den Vorteil, dass Sie gleichzeitig arbeiten können und studieren können und damit beide Vorteile miteinander nutzen können. Also Sie sind im Job, machen Karriere und gleichzeitig qualifizieren Sie sich weiter mit einem Master of Science in Circular Economy. Sind Sie vielleicht schon gespannt, was man da jetzt eigentlich lernt? Ich erkläre ganz kurz, was wir in den einzelnen Semestern machen. Wir haben uns da Gedanken gemacht, wie man sowas natürlich auch aufbaut. Im ersten Semester fangen Sie damit an, dass Sie lernen, wie Kreislaufmanagementstrategien im Unternehmen implementiert werden und was solche Strategien denn sein können. Gleichzeitig lernen Sie in einem technischen Modul innovative Technologien kennen. Und das können zum Beispiel Wasserstofftechnologien sein, das können Recyclingtechnologien sein. Das ist ein technisch orientiertes Modul und das dann wird dann auch von den technisch orientierten Professoren bei uns am Campus gegeben. Daneben haben wir so einen großen Komplex, den man auch mit Ethik und Ökonomie umschreiben könnte, wo wir ein bisschen in Nachhaltigkeitsdenken reingehen aus einer wirtschaftlichen Sicht und wo wir uns auch die ökonomischen Rahmenbedingungen der Circular Economy anschauen, unter denen sich das Unternehmen dann bewegt. Sage ich mal, im zweiten Semester lernen wir dann diese Ideen, die wir haben, auch tatsächlich umzusetzen und das Ganze in Systeme einzupflegen, in Managementsysteme beispielsweise, und dann eben entsprechend auch nachzuhalten. Darum geht es dann im Controlling, dass auch Methoden vermittelt, wie man das mit nachhaltigen Ansätzen machen kann. Im dritten Semester kommen dann die Menschen dazu. Die sind ja ganz wichtig, weil wir
immer mit Menschen zu tun haben in Unternehmen. Wir haben mit unseren Mitarbeitern zu tun in den Unternehmen, die man in so einen Transformationsprozess mitnehmen muss. In Unternehmen entstehen viele Schwierigkeiten und Ängste, wenn sich da was ganz fundamental ändert. Und damit wir das ganze Potenzial, das in den Unternehmen für diese Transformation steckt, hin zu einer Kreislaufwirtschaft, dass wir das auch wirklich nutzen können. Dafür vermitteln wir dann Kompetenzen in Leadership und in Change Management. Dann muss man natürlich auch als Unternehmen seine Eigentümer und die Investoren davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist, kreislaufwirtschaftlich zu produzieren. Und man muss lernen, diese Investitionen, die da fällig werden, dann auch gut zu finanzieren. Das sind Dinge, die im Sustainable Finance Modul gelehrt werden. Die dritte Gruppe, wahrscheinlich somit die wichtigste, das sind die Kunden. Wir müssen ja auch die Kunden auf diesem Weg mitnehmen und gucken, dass wir lernen, wie wir herausfinden, was unsere Kunden wollen und wie man herausfindet, was sie wollen. Das sind Dinge, die wir bei Customer Experience lernen und in der Wirtschaftspsychologie, wo es dann auch darum geht, wie mache ich eigentlich einen Vertrieb für zirkuläre Produkte, der dann tatsächlich auch funktioniert. Dann haben Sie die Möglichkeit, in diesem Master auch zwischen zwei Methodenmodulen zu wählen. Das ist vor allem im Hinblick dann auf das Masterprojekt, das im vierten Semester kommt und die Masterarbeit im fünften Semester wichtig. Da können Sie einerseits zwischen stärker qualitativ orientierten Modulen wählen. Da geht es dann darum, wie man Zukunftsforschung macht, wie man zum Beispiel Szenarienanalysen macht und sich auf Unsicherheiten in der Zukunft vorbereitet. Und das andere Modul ist ein quantitatives Modul. Da geht es also darum, wie Sie eine ambitionierte Datenanalyse lernen mit Big Data Ansätzen. Im vierten Semester geht es dann darum, wie man mit diesen ganzen Dingen Geld verdient. Also wie bauen wir mit Hilfe von kreiswirtschaftlichen Technologien, wie bauen wir Geschäftsmodelle, die sich lohnen und die sich rentieren. Darum geht es bei Innovationsmanagement, das wir auf der einen Seite dann haben, und bei dem Entrepreneurship-Modul, wo es um Geschäftsmodellmodellierung geht. Sie fangen dann schon mit einem eigenen Masterprojekt an, wo Sie die Dinge, die Sie lernen, versuchen, in den betrieblichen Kontext in einem Projekt umzusetzen, auch gedacht als Vorbereitung dann auf die Masterarbeit im fünften Semester. Wenn Sie es interessiert, los geht's im Oktober. Da fangen wir das erste Mal damit an. Wenn Sie noch weitere Informationen zum Studiengang brauchen, wenn Sie also interessiert sind, aber noch nicht hundertprozentig überzeugt, dann ist das völlig in Ordnung. Wir bieten eigene Infoabende über die AFP an. Da können Sie dann mir auch ganz konkret Fragen stellen. Ich bin da immer dabei. Auf der Homepage der AFP finden Sie dann auch die Termine. Nächste Woche ist, meine ich, auch schon wieder ein solcher Infoabend. Die werden jetzt bis Ende der Bewerbungszeit regelmäßig stattfinden. Kostenlos ist es nicht, dafür aber auch nicht umsonst. Es lohnt sich, diesen Studiengang zu studieren und sich dafür zu entscheiden. Die ganzen fünf Semester kosten 14.500 Euro. Wir beraten auch ein Stück weit dabei, wie Sie mit Ihren Unternehmen sprechen, wenn Sie dort arbeiten, dass die einen Teil finanzieren. Und wir geben auch ein paar Hinweise, wie Sie steuerlich damit umgehen können. Wir sind keine Steuerberater, aber Erfahrungswerte haben wir dabei schon. Das heißt, wir geben Ihnen auch zu diesem Betrag und wie man das finanziert, geben wir Ihnen Informationen. Wir sollten noch ganz kurz sagen, wer kann das studieren? Das ist eigentlich ganz einfach. Sie brauchen einen Bachelorabschluss in BWL oder eines technischen Studiengangs. Sie brauchen ein paar BWL-Kompetenzen. Bei den Infoabenden sage ich da mehr dazu. Also ein paar grundlegende Dinge sollten Sie gehört haben. Und Sie sollten eine mindestens einjährige qualifizierte berufspraktische Erfahrung mitbringen. Das ist die Berufserfahrung, die Sie nach dem Bachelor erwerben. Ach ja, und abschließend natürlich, Circular Economy klingt englisch, ist englisch. Umweltschutz, Klimaschutz ist ein globales Thema, deswegen gute Englischkenntnisse sollten Sie auch mitbringen. Wenn Sie es interessiert und wenn Sie das alles mitbringen, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im Oktober dann wiedersehen. Herzlichen Dank, Jan. Und wir bekommen das auch hin, oder, auf Englisch? Wir kriegen das auch hin auf Englisch, natürlich. Ja, Jan, vielen Dank für die kurze Einführung des nagelneuen Masterstudiengangs Circular Economy. Startet, wie gesagt, jetzt dann zum kommenden Wintersemester. Jetzt können wir da natürlich noch keinen Studierenden interviewen, weil den gibt es ja noch gar nicht. Aber wie stellen wir uns denn den eigentlich vor? Wer wäre denn so der ideale oder die ideale Studierende für den Master of Circular Economy? Also, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich mit dem Thema identifizieren kann und sagt, ich will was dazu beitragen, dass wir die ökologische Transformation wirklich hinkriegen und ich will das so schaffen, dass
wir in den Unternehmen diese Transformation schaffen und im Endeffekt dann so eine Versöhnung halt von Ökologie und Ökonomie hinkriegen. Ja, wenn Sie sich da angesprochen fühlen und sagen, Sie glauben, so wie ich das auch tue, daran, dass der Kapitalismus vielleicht lange das Problem war, aber jetzt Teil der Lösung werden muss und werden wird, wenn wir also so eine grüne Wirtschaftsform erstellen können und wenn Sie da mitmachen wollen, dann fühlen Sie sich gerne angesprochen. Super. Also ich fühle mich da auch total angesprochen und wir als Team stehen auch da total dahinter, freuen uns da drauf auf diesen neuen Studiengang. Und jetzt kennen wir natürlich ja unsere BWL-Bachelor-Studierenden recht gut und auch unsere Ingenieurs-Bachelor-Studierenden. Für die wäre das ja eigentlich auch was, oder? Ja, absolut, natürlich. Ja. Sehr gerne am Campus. Uns zeichnet ja aus, dass wir diese Dinge eh schon immer zusammendenken. Also, dass wir das Wirtschaftliche, das Technologische und das Ökologische, dass wir das zusammendenken. Und deswegen ist das natürlich ein Angebot, das besonders auf unsere Absolventen abzielt. Mhm. Das heißt, auch für alle anderen Absolventen, die jetzt gerade vielleicht sich heute eingeschaltet haben und sich überlegen, Mensch, jetzt bin ich gerade dabei, mir nach meinem Bachelor zu überlegen, ja, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ja, natürlich, man kann auch woanders gut studieren, das ist überhaupt keine Frage. Genau, also wenn Sie jetzt ein Betriebswirt sind, BWL-Abschluss gemacht haben und sagen, Sie interessieren sich für Nachhaltigkeitsfragestellungen und Sie haben ein Faible für Technologie, dann würde ich sagen, auf jeden Fall hören Sie sich's an, schreiben Sie sich ein. Wenn Sie ein Ingenieur sind, zum Beispiel, oder ein anderes technisch-naturwissenschaftliches Studium abgeschlossen haben und sich aber ein bisschen stärker so in Richtung Management orientieren wollen, also dann vielleicht nicht später das Labor leiten, sondern die Produktentwicklung, dann ist das, glaube ich, auch was wahnsinnig Interessantes, weil wir doch auch sehr zielgerichtet die wirtschaftswissenschaftlichen Kompetenzen vermitteln, die man für diese Positionen braucht. Mhm. Also wenn Sie eine Fachkarriere anstreben mit einem kreislaufwirtschaftlichen Profil, dann bieten wir da interessante Einsichten. Und wenn Sie in die Führung wollen, dann glaube ich, haben wir gerade für Menschen, die einen technisch-naturwissenschaftlichen Hintergrund haben, ein sehr, sehr gutes Angebot. Das denke ich auch. Ja, herzlichen Dank. Wir sind hier beim Livestream des Tag der offenen Türs am Campus Burghausen der Technischen Hochschule Rosenheim haben wir jetzt gerade über einen ganz neuen Studiengang, den Masterstudiengang Circular Economy, erfahren. Also nichts wie los. Informiert euch und erkundigt euch bei uns, sprecht uns an oder book your prof, wie wir gerade schon gehört haben. Ihr könnt uns persönlich auch hier live am Campus kennenlernen und wir zeigen euch den Campus und natürlich auch die entsprechenden Studiengänge, die es dazu gibt. Herzlichen Dank.